Wenn du mit einem Auge schielst oder eine Muskelverkrümmung hast, sodass sich das Auge nicht mehr über einen gewissen Bereich bewegt, dann ist dieses Video hier enorm hilfreich für dich. Ich möchte dir heute in diesem Video verraten, wie du es schaffen kannst, dass du eben nicht mehr schielst, dass du dein Auge wieder mehr Flexibilität gibst. Wenn dich das interessiert oder solche Videos generell interessieren, dann gerne den Kanal abonnieren. Auf diesem Kanal verrate ich dir alles zum Thema Augentraining und Augengesundheit und wie du es schaffen kannst, in kürzester Zeit zwischen 6 bis 10 Wochen mehrere Dioptrien dich zu verbessern. Und auch ein schielendes Auge ist meistens der Auslöser dafür, dass man einen sehr hohen Dioptrienwert hat, meistens einen deutlich höheren als auf dem anderen Auge. Beispielsweise, wenn wir hier 2 Dioptrien haben und hier 6 Dioptrien beispielsweise, hat unser Gehirn 2 verschiedene Signale, also 2 unterschiedliche Signale, die nicht eindeutig sind. Einmal ein relativ klares Bild und einmal ein relativ unscharfes Bild. Ja? Und du musst dir so vorstellen, dass das Gehirn dann Probleme hat, aus 2 Bildern ein gutes Bild zusammenzufügen, weil, wie gesagt, diese Differenz von diesen Dioptriengrößen so hoch ist. Und dadurch wird das eine schlechtere Auge dann irgendwann sogenannt abgeschalten. Ja? Es dreht sich in eine Richtung, dass es sozusagen nicht mehr aktiv benutzt wird. Und du kannst es immer so vergleichen, wenn du jetzt ein schönes Auge hast und beispielsweise mal dein gutes Auge mal abdeckst, ob du dann mit dem schlechten Auge noch sehen kannst. Dann weißt du nämlich, dass du dort noch hundertprozentig Potenzial hast. Und ich möchte dir jetzt eine Übung zeigen, wie du es schaffen kannst, dann dieses Potenzial wieder hervorzuholen, dass du eben entsprechend mit der Zeit weniger schielst, im Idealfall irgendwann gar nicht mehr. Und genau das Gleiche kannst du auch machen, wenn du beispielsweise eine Muskelverkrümmung hast. Also beispielsweise, du kannst super nach rechts gucken, aber wenn du nach links guckst, bleibt das Auge nach links dann immer weiter stehen. Ich blende es dir mal ein. Dann kannst du diese Übung auch machen. Wichtig ist bei dieser Übung, du brauchst im Prinzip keine weiteren Hilfsmittel, außer einen Stift. Ja, ich nehme immer ganz gerne einen Stift, du kannst auch einen Daumen nehmen, aber nimm gerne ein Hilfsmittel, dass du einfach einen Fokus hast. Hier habe ich einen kleinen Text drauf und den kannst du dann nutzen, um entsprechend diese Bewegung, die wir gleich machen, zeige ich dir, einfach zu verfolgen. Wir schließen unser gutes Auge für diese Übung und nutzen nur unser schlechtes Auge. Sagen wir mal jetzt, mein schlechtes Auge ist das linke und ich kann sogar nach links gucken, aber auf die andere Seite kann ich nicht mehr so gut gucken. Dann beginnen wir folgendermaßen. Wir halten jetzt auf der rechten Seite sozusagen unseren Stift. Unser linkes Auge ist das schlechte und wir versuchen jetzt mit unserem linken Auge auf unseren Stift zu gucken. Und ich sag mal, so bis hierhin kann ich jetzt gucken. Beispielsweise so würde es aussehen, wenn du den Stift nicht fokussieren kannst, ja, weil sozusagen das Auge stehen bleibt. Also bewegst du dich quasi nur in diesem Bereich. Und jetzt ist der Trick, dass du langsam diese Bewegung nach ganz links machst. Ja? Und das machst du genauso, wie ich sie gerade vorgezeigt habe. Du kommst von der Seite, wo du noch gut gucken kannst. Also das Auge schließe ich. Ich komme von der rechten Seite von mir aus an, versuche mit meinem linken Auge darauf zu fokussieren. Und jetzt, da wo das Auge sozusagen stehen bleibt, gehst du langsam immer hin und her und versuchst stückweise das Auge immer weiter zu fokussieren. Und es kann natürlich am Anfang sein, dass du dort Schmerzen hast im Auge, dass du Verspannungen spürst. Aber du wirst auch merken, gerade wenn du es mit der zweiten Person machst, dass du Stück für Stück dich verbesserst. Und du sollst nicht beim ersten Mal machen, komplett wieder gerade gucken können, sondern du sollst kleine Fortschritte wirklich bewusst wahrnehmen. Mach diese Übung zwischen 2 bis 3 Minuten täglich, kannst du auch 3, 4 Mal am Tag machen, aber mach danach auch immer genügend Pausen. Pause zeige ich dir auch gleich nochmal, wie du entsprechend deine Augen richtig schön entspannen kannst. Und dann gehst du mit dem Stift immer weiter in diese Richtung oder beispielsweise, wenn dein Auge nach außen perfekt guckt, aber nach innen sich nicht mehr drehen lässt, dann fängst du halt, wie gesagt, von hier außen an und bewegst entsprechend deinen Stift immer weiter zur Nasenspitze, soweit bis du halt irgendwann hier auf der rechten Seite angekommen bist und dein Auge wieder alles super fokussieren kann. Ja? Diese Übung ist eine sehr, sehr effektive Übung, wie sich herausgestellt hat. Viele meiner Teilnehmer, die unter das Schielen gelitten haben, haben diese Übung wirklich probiert und haben wirklich sehr, sehr schnell gute Ergebnisse erzielen können. Und ich bin darauf sehr, sehr stolz, muss ich auch sagen. Das Ganze habe ich nämlich in meinen Augentraining zusammengefasst. Und ob du auch von dem Augentraining profitieren kannst, kannst du selbst mal herausfinden. Unterhalb des Videos habe ich einmal einen Link zur Verfügung gestellt. Dort kannst du dich kostenlos zu meinem Workshop anmelden. Den halte ich regelmäßig. Dort kannst du, wie gesagt, alles erstmal zum Thema Augentraining erfahren, ob es für dich funktioniert, wie es überhaupt funktioniert. Ja. Und wir machen auch gemeinsam ein paar Übungen, wo du direkt merken kannst, wie schnell sich unsere Augen auf die neuen Situationen einstellen können. Du wirst dann auch verstehen, warum Augentraining so gut funktioniert, weil es halt mehrere Säulen sind. Ja, eben nicht nur Übungen, sondern auch Ernährung, auch Gewohnheiten, die eine wichtige Rolle spielen, um unsere Augengesundheit und natürlich auch unsere Sehkraft zu erhöhen. Du kriegst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, dass du wirklich in 6 bis 10 Wochen mehrere Dioptrien, 2 bis 3 Dioptrien weniger hast, ja, dass du wieder
entweder komplett auf deine Brille verzichten kannst oder halt im größtenteils. Und deswegen, wie gesagt, nutzt die Chance, melde dich unterhalb des Videos mal kostenlos an. Lass mit gemeinsam mit mir herausfinden, ob das Augentraining was für dich ist. Würde mich extrem freuen, dich dort wiederzusehen. Ansonsten, wenn dir dieses Video hier geholfen hat oder gefallen hat, schreib es gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Lass es mir wissen, wenn du weitere solche Übungen sehen möchtest oder andere Übungen sehen möchtest, wenn du ein anderes Problem hast, schreib es mir einfach rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wir uns dann demnächst wiedersehen, entweder in unserem Workshop oder halt beim nächsten Video. Bis dann, ciao.